Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mehr Apps und Games. Wir werden heute wieder gemeinsam von Sago Mini die Boats Apps spielen. Die hatte ich euch schon einmal gezeigt, aber wir haben noch gar nicht alles gemacht, was man da so anstellen kann. Wir sind mit dem Boot auf Weltreise und dem kleinen Hund. Es gibt verschiedene Stationen. Wir müssen nämlich hier unsere Freunde besuchen und die wohnen auf der ganzen Welt verstreut. Als erstes müssen wir unseren Koffer packen. Ups, habe ich die Zahnbürste gerade auf den Boden geworfen. Ein Geburtstagskuchen sollte auf jeden Fall auch nicht fehlen. Den tut man auch mit brennenden Kerzen einfach in den Koffer. Natürlich nicht. Teddybär, damit man kein Heimweh bekommt. Und wir starten unsere Reise. Oh, ich habe die Kapitänsmütze vergessen. Oh nein! Okay. Oh, ich höre schon Meeresrauschen. Zack. Und auf geht's. Wir können tauchen, wir können springen. Wirklich ganz, ganz süß gemacht, wie ich finde. Manche Sachen kann man auch einsammeln, sowas wie Luftballons oder sowas. Ich habe gerade versucht, Cupcakes einzusammeln. Oh, wir können hier auch eine kleine Pause machen und ein paar Ananas snacken. Weiter geht's. Jetzt sind wir wieder gestärkt. Oh, da war ein Luftballon. Nein, ich will den doch haben. Jetzt springe ich da. Ah, da war er. Oh. Moment, zurück. Das Spiel ist teilweise sehr, sehr hektisch. Ich möchte den da oben besuchen. Der kann irgendwie nicht langsam fahren. Der fährt immer super schnell. Ach, kann man gar nicht. Schade. Ich dachte, man kann den besuchen. Hier können wir ein bisschen Musik machen. Diese Steine von den Osterinseln, die können nämlich sprechen. Total witzig. Oh, aber hier können wir jemanden besuchen. Ich glaube, hier gibt es von der Krake ein Eis. Dann nehmen wir am liebsten alle. Und es kommen immer wieder neue nach. Das heißt, wir können so viel Eis essen, wie wir wollen. Ein wahres Schlaraffenland. Und jetzt hauen wir einfach ab, ohne zu bezahlen. Das Eis war umsonst. Natürlich müssen wir sonst bezahlen. Aber hier in dem Spiel, da haben wir das Eis einfach geschenkt bekommen. Oh, da war Flaschenpost. Was kann man denn damit machen? Ah, das kann man mitnehmen. Cool. Vielleicht hätte man dann auch die Cupcakes und so alles mitnehmen können. Jetzt habe ich schon noch eine zweite. Und eine Kokosnuss. Und vielleicht wird das Boot jetzt immer schneller. Ich hoffe nicht, dass wir dann irgendwann untergehen. Ein Ananas haben wir jetzt auch noch. Da ist noch eine Flaschenpost, aber ich glaube, wir haben jetzt schon genug Flaschenpost. Ah, ich möchte so ein Cupcake. Nee, ich glaube, das Boot wird nicht schneller. Nicht schneller. Schwerer. Da hinten ist ein Pirat. Und jetzt haben wir auch noch eine Krone und ein Schwert und ein Diamanten und noch ein Schwert und noch eine Krone. Wir konnten hier wieder einiges absahen. Und unsere Reise geht weiter. Oh. Wir haben noch was. Was man alles hier so im Meer findet, wirklich interessant. Ich glaube, das hier sind nur so Bojen. Aber wir können so einen Roboter mitnehmen. Und ich glaube, wir sind angekommen. In irgendwie Orient oder sowas, sah so aus, von der Bauart. Hey.
Und die beiden freuen sich, trinken ihren Kaffee oder Kakao. Und wir können jemand anderes besuchen mit unserem Boot. Damit sind wir nämlich immer unterwegs. Oh, jetzt habe ich wirklich, weil der Koffer noch nicht auf war, da war ich zu schnell, meinen Goldfisch einfach auf den Boden geworfen. Wir brauchen auf jeden Fall Flossen, Socken, einen Badeanzug, eine Piratenmütze, noch einen Geburtstagskuchen und die Zahnbürste darf natürlich nicht fehlen. Hä? Kann man die ihm auch aufsetzen? Nee. Wir starten auf jeden Fall jetzt unsere Reise. Koffer packen ist nicht so wichtig, das kriegt man alles vor Ort. Oder ich fische mir das einfach aus dem Meer, wenn ich was vergessen habe. Habt ihr ja gerade gesehen, das funktioniert. Ich höre schon wieder das Rauschen der Meere. Und los geht die Reise. Ich gebe jetzt einfach mal voll Highspeed. Wow, was ist das? Eine Rampe. Cool, hatte ich bislang noch gar nicht. Hier, den können wir auch mal besuchen. Da gibt es nämlich ein Geschenk. Yay. Achso, gar kein Geschenk für uns. Ich dachte, wir kriegen das. Hat er sich die Sonnenbrille einfach selber aufgesetzt, okay? Ach, ich habe eh schon genug hier. Boah, eine riesige Welle. Was ist das? Ein Strudel. Da kommen wir aber raus. Kein Problem, was ist das hier? Wir können wieder hier. Was machen wir denn mit diesen Robotern? Die können wir alle mitnehmen. Oder können wir nur einen mitnehmen? Man kann sie auf jeden Fall durch die Gegend werfen. Naja, wie dem auch sei. Weiter geht's. Oh, so ein Cupcake möchte ich noch haben. Hilfe. Nein, jetzt habe ich doch wirklich den Roboter weggeworfen. Ach, den Cupcake können wir direkt essen. Oh, es wird langsam dunkel. Ein Leuchtturm. Können wir da auch irgendwas machen? Nee, leider nicht. Da können wir nur dran vorbeifahren. Den Fisch, den kennen wir schon. Den Piratenfisch. Yay, ich glaube, wir sind wieder angekommen. Das kleine Kaninchen, auch süß, hat so einen Bastrock an, so einen Hula-Rock und wohnt auf einer Insel. Süß. Man kann auf jeden Fall ganz, ganz viel mit dieser App erleben. Wir können super viele Sachen einfach aus dem Meer fischen, viele Leute unterwegs treffen und richtig tolle Abenteuer erleben. Wenn euch die App gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst mir nette Kommentare, welches Ziel euch vielleicht jetzt am besten gefallen hat. Und wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt, abonniert natürlich auch noch den Kanal. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao!